Ich grüße euch, meine lieben Freunde da draußen. Da bin ich wieder, euer Zordan. Hier von seiner schicken Rennstrecke. Es geht leider immer noch weiter, ja. Ich fürchte ja. Aber wir haben ja auch noch so viel zu tun. Und, ja, ich stehe hier und singe. Kommen Sie von da entfernt? Nein. Warum stehe ich hier? Ach, ich weiß es auch nicht. Ich bin hier beim letzten Mal einfach stehen geblieben. Nein, ich habe nach der letzten Aufnahme habe ich noch weitergemacht und angefangen, oben den Berg auseinander zu kloppen, damit das wenigstens mal passiert. Und hier war ich dann irgendwie rausgekommen und stehen geblieben, weil ich hier noch ein bisschen grobe Erde hingebracht habe. Und da müssen wir auch noch die ganze Bahn mit grober Erde füllen. Ich meine, das könnte man jetzt natürlich auch machen. Ein bisschen öde, aber geht. Aber hier war ja auch noch, genau, hier war ja noch ganz viel mit grober Erde zu verfüllen und deswegen kam ich dann hierher. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Treppepepepen. Die können wir jetzt hier gleich nochmal anklatern. Kennt ihr das Wort anklatern? Das ist eigentlich Plattdeutsch und heißt im Grunde so viel wie anziehen. Also sich Klamotten anziehen, Sachen anziehen. Klater dick man an, mein Jung. Hat mein Opa früher immer gesagt dann. Dann musste man sagen, teuf mal, Opa. Das heißt so viel wie warte mal. Ja, Plattdeutsch, das ist eine faszinierende Sprache eigentlich, die aus dem lebendigen Sprachgebrauch so rausgeht. Aber haben die Leute früher alle gesprochen und ich habe als Kind kein Wort verstanden, ganz ehrlich. Ich habe dann mal später nachgefragt, was so dies oder das heißt und man da mal so ein bisschen was von gelernt. Aber ich habe schon wieder Schneebälle in der Tasche, immer habe ich Schneebälle in der Tasche. Hier, guck mal, ob ich das Schaf da hinten erwische. Nee, zu weit. Hier müssen dann noch Randsteine rein. Also muss ich hier nochmal eine Reihe wegnehmen. Für so ein paar Randstones. Genauso hier immer. Das müssen ja alles noch Randsteine werden hier. Und ich habe keine Randsteine mehr übrigens. Frohe Botschaft. Zordan hat mal wieder keine Randsteine. So, und hier müssen wir noch was verändern. Es ist nämlich angedacht, dass diese Abkürzung hier, die ja theoretisch etwas, also die ist praktisch, ist sie gefährlicher, aber theoretisch ist es ja hier durchaus möglich, ein Stück Strecke zu sparen. Und das soll aber dann auch wehtun. Und zwar in dem Sinne, dass wenn man hier runterfällt, man, also das Schwein muss Schaden kriegen. Das ist die Prämisse. Und jetzt habe ich kein Fichti mehr, ne? Ah, Mist. Immer muss ich hier so viel rennen. Die Prämisse ist jedenfalls, dass das Schwein muss hier ein bisschen Schaden kriegen. Und dann kriegt man nämlich auch diesen Erfolg, den es gibt für mit Schwein irgendwo runtergestürzt. Ja, hier ist jetzt die Frage, man kann hier die Strecke abkürzen, aber das, ja, das ist ja hier nur so übers Eck. Also die Strecke verlassen, das bringt einem nicht so viel. Wir können das hier mal. Nee. Mit Erde wollte ich sagen. Wir können das hier mal ein bisschen zuhäufen. Dann kann man nicht komplett über die Ecke hier abkürzen. Weil zwei sind zu hoch für ein Schwein. So. Ah, flupp, hier ist noch eine. Jetzt muss ich mal überlegen. Ist das hier schon hoch genug, um mit dem Schwein runter zu ditchen? Und da ein oder zwei Schaden zu kriegen? Oder muss ich das von hier aus sogar machen schon? Ich glaube, wir machen das mal so. Pass mal auf. Wir nehmen das hier mal weg. Das schöne Fichtenholz. Los. Ups. So, und gehen wir hier hoch. Und dann setzen wir die hier hin. Und dann müssen wir noch zwei mehr machen, damit die da auch wirklich rüberstürzen können. Und ich habe kein Holz dabei. Ja, komm her, gib alles. Und deswegen sind wir mal so frei, uns hier eine kleine Werkbank hinzusetzen. Man gönnt sich ja auch sonst nichts. Kann ich aus denen jetzt eigentlich noch eine Treppe machen? Gerade so, ne? Ein bisschen was bringt's. So, dann kommen die hier nämlich raus und ditchen genau auf die Strecke. Genau. Huch. Das Lied erinnert mich immer an den UFO-Mann. Ich weiß nicht warum. Liebe Grüße, UFO.
letzte Folge war übrigens nicht schlimm oder so, ne? Nicht, dass du denkst, ich war da grantig deswegen oder so. Passiert mir ja auch. Ich glaube, das Lied kommt öfter mal beim UFO und deswegen muss ich dann an ihn denken. Ich muss immer an den UFO-Mann denken. Ja. Denn UFO hat uns lieb. Wenn ihr ihn nicht... Aha! Oh Gott sei Dank, hier ist Wasser. Und gerade wollte ich noch sagen, und wenn ihr den UFO mal nicht kennt, dann müsst ihr ihn aber mal abonnieren und schauen. Aber ja, das müsst ihr auf jeden Fall machen. So, und wir müssen hier wieder hoch. Aber jetzt habe ich auch noch nicht mal Eis. Eis und Seelen, dann habe ich auch nicht dabei. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich gehe ja völlig unvorbereitet hier in diese Folge rein. Tschüss. Ich bin auch so einer, ne? Hier, Schwein, du hast hier nichts verloren. Ah, Gott sei Dank, Schwein ist im Wasser gelandet. Alles gut gegangen. Kein Schweinemord von meiner Seite aus. Gut, dann latsche ich jetzt erstmal hier wieder über diesen Weg zurück. Übrigens, Matrix-Schlange ist auch in der Gegend. Deswegen muss ich mal ganz kurz auf die Sonne schauen. Die geht nämlich schon langsam unter. Dann bleibe ich mal besser draußen, dass ich das auch mitkriege, ja? Oder wenn nicht draußen, dann zumindest hacke ich mich nicht so weit rein. So, die gesamte Rennbahn hier. Und hier verzichte ich dann auf Randsteine, weil ich habe ja so schon ein Problem mit denen. Also, dass ich genug davon zusammenkriege. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier kurz einen auf den hier. Und Hexenwald. Heute wollten wir eigentlich die Hexenwald-Passage machen, ne? Stimmt. Dann will ich mich jetzt hier gar nicht so sehr... Verausgaben. Ich mache jetzt einfach nur mal, was ich hier habe, schon mal rein. So. Frei nach dem Motto, viel hilft viel. Kann man sich das auch schon mal vorstellen. Mit Glowstone wird dann hier werden die ganzen Tunnelpassagen schön ausgeleuchtet. Momentan geht das aber nur mit Fackeln. Deswegen stelle ich hier nochmal welche rein, dass wir hier nicht ständig bei den Bauarbeiten... B lässt dicht werden. Und jetzt renne ich mal zurück. Das müsste ich noch schaffen. Zum Lager. Und dann hole ich noch neue Setzlinge. Denn da kam noch der Einwand von Nemo, glaube ich. Oder war es von Grunt? Nemo, glaube ich, ne? Da noch ein paar Setzlinge dran zu setzen, damit das Ganze nicht nur wie ein Tunnel aussieht, sondern richtig wie ein Wald. Und dann nehme ich nämlich jetzt auch gleich mal... Boah, ich habe so viel Kohle wieder. Ich mache nochmal neue Fackeln und nehme nochmal Fackeln mit, dass wir das dann da drin gleich ausleuchten können. Guck mal, jetzt hier schön neue Kohleblöcke. Das sind alles wieder in Häkchen gespeicherte Level, wenn man so will. So. Holz waren natürlich wieder keine Stöcker. Logisch. Dann machen wir das so. Haben wir ein 64er Stack. Kerzen. Fackeln dazu. So. Können wir rein. Und es klingelt. Auf ins Bett. Gucken, wie schnell Matrix ist. Ich glaube, Schlangenstein hat noch keine so eine Glocke, ne? Die brauchen das da dringend noch. Ich weiß gar nicht, ob der auch wieder aufnimmt. Also, ob wir jetzt demnächst wieder Folgen aus Schlangenstein sehen können. Das wäre natürlich toll. Da würde ich mich echt freuen. Schöne Grüße an dich, Matrix. Und schöne Grüße an Delfino. Rüber. In die Drachenwacht. Der hat nämlich mir erzählt, dass er demnächst dann auch anfangen will, eine Rennstrecke zu bauen. Na, das ist doch wieder ein bisschen... Es dauert aber wieder hier mit dem Schlafen, Freunde. Gucken, ob wir das lesen. Nee. Ah, er hat's selber mitgekriegt. Dann wollen wir da auch gar nicht uns beschweren. Feuersteine kommen hier rein. Hab ich jetzt reichlich wieder von. Schleim und Schnee. Ja, Schleim brauche ich demnächst auch einiges. Gucken, wie viele Blöcke wir hier rauskriegen. Aus diesen kleinen Kugeln hier. Das reicht dann nicht mehr. Nein. Machen wir das mal hier mal so. 18 Blöcke. Ist erstmal nicht schlecht. Aber die nehme ich jetzt noch nicht mit, sonst habe ich wieder gleich die ganzen Taschen voll mit Zeug. Ich brauche Baumsetzlinge.
Ja, nehmen wir ruhig 2 Stacks mit. Ich bräuchte natürlich noch Fichtenholz und hast du nicht gesehen und Ditte. Vor allem brauche ich aber auch noch eine Schere. Ich habe keine Scheren mehr hier. Na gut, dann machen wir uns schnell welche. Mal ruhig 2, weil die werden wahrscheinlich alle gehen. Gute Qualität. Nach Bocksprunger Rezept. Natürlich leider nicht die Bocksprunger Qualität. So. Mal gucken, wenn ich die jetzt einmal rundherum mache, passt das dann genau? Ne, also müssen wir 1, 2, 3 machen. Einmal die weißen. Einmal die roten. Und 4 ungefärbte bleiben übrig. 24. Es hilft nichts, ich muss also wieder los ins Tafelberge-Biom. Meine Bordmittel sind jetzt aufgebraucht. So. Hexenwaldpassage, auf geht's. Fichtenholz. Gleich nochmal mitnehmen. Was brauchte ich denn noch? Ein paar Treppen? Eigentlich nur ein paar Treppen. Ja, und dann muss ich aber noch das... Ich muss sowieso wieder rein in die Rennstrecke, also zur Start- und Ziellinie, wo ich dann alles habe. Ich nehme jetzt hier einfach mal die mit. Und so ein paar davon, so. Dann habe ich zumindest was dabei, falls ich da dann doch gleich wieder lang kommen sollte. So. Halbzeit in der Donnerstagsfolge. Ein bisschen was schaffen wir heute noch. Oh, schöne Musik wieder heute, ne? Schön so chillig. Was wir uns jetzt noch überlegen müssen, ob wir hier die Randsteine auch noch hier an dem Teil der Strecke lang machen sollten. Aber das ist ja eigentlich hier die Trostenbahn, da macht das hier wenig Sinn. Aber man könnte natürlich. Wow, guckt euch das mal an. Die Hexenwaldpassage. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr dicht geworden. Noch nicht hundertprozentig dicht, aber doch einiges dicht. Aber wir müssen hier wirklich gucken, ob wir das jetzt so machen. Weil ich möchte die natürlich komplett abgedichtet haben. Dann müssen wir diese Reihe an Blättern hier komplett wegreißen. Oben wieder dran pappen. Gegebenenfalls. Das gleiche auf dieser Seite. Ja, die erste Schere ist damit schon fast runter. Kennt man ja von zu Hause, ne? Wenn man die Hecke schneidet, am Abend kann man die Heckenschere wegschmeißen und muss eine neue kaufen. Das ist ja immer so, ne? Weiß man ja. Bei euch ist das nicht so? Oh. Ja, bei mir schon. Dann lassen wir hier noch die... So, und da ist die Schere nämlich kaputt. Haha. Das ist eigentlich ein echt cooler Abschnitt. Guck mal, alles zu mit Bäumen. Dann machen wir mal an jeden zweiten. Machen wir hier mal eine Fackel dran. Und es ist auf jeden Fall so ausgeleuchtet, dass uns da nämlich keine Creeper entstehen sollten, wenn wir dann gleich oben dicht machen. Jetzt könnten wir das im Wechsel machen. Dann haben wir... Aber wirklich jede Stelle halbwegs ausgeleuchtet. Keine Sorge, das Laub ist feuerfest, da brennt nichts. Die Hexenwaldpassage, im Grunde eine Gerade, die aber halt schön durchs Grün geht. Und hier habe ich schon
Auslaufzonen vorbereitet. Ja, jetzt müssen wir hier noch so ein paar... Bäume wild hinstellen und mal gucken, ob die dann hier wachsen. Aber Eichen sind da ja nicht so, ne? Die sind ja schmerzfrei, was sowas angeht. Die wachsen ja überall. Hier ist auch noch eine hin. Muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht eingewachsen werde. Denn auch sowas passiert ja von Zeit zu Zeit mal. Also hier die Auslaufzone, die muss noch ein bisschen größer sein. So wenigstens. Dann können hier an den Rand noch Bäume hin. Das heißt, wenn es zu weit rausträgt, der klatscht halt in die Eiche. Na ja. Dumm ist der Dummes tut, ne? Die habe ich ja teilweise schon so ein bisschen aufgeforstet an dieser Seite und ein paar von den Setzlingen, die ich hier beim Fällen schon erbeutet habe, habe ich hier schon umgesetzt. Ne. Ein Baum soll da hin. Richtige Farmer-Musik gerade. Oh, und jetzt die böse Dämonen-Musik. Müsst ihr mal meine zweite Folge oder so angucken. Da erzähle ich ja, wie ich damals nach Hundsgrab gereist bin und dann vor den Toren Hundsgrabs wurde ich ja von einem Dämon beherrscht, sozusagen, der aus dem Nichts kam und aus mir dann ein grünes Monster gemacht hat, welches dann Hundsgrab zunächst terrorisiert und einen schrecklichen Dämonenbaum mitten in den Hafen hineinpflanzte. Und das ist irgendwo so in den 20er Folgen von Opa Zeron, glaube ich. Und dann hat es noch eine Weile gedauert. Er hatte mich dann besiegt, aber meine Seele war im Nether gefangen und daraus hat er mich dann errettet. Ja, und so kam ich dann hier hin und habe dann gesagt, als Dank dafür baue ich dir eine Festungsanlage, die deine Bürger schützen wird, wenn es mal nötig wird. Ja, jetzt wisst ihr, falls ihr es nicht schon längst wusstet, wie ich hier noch ins Grab kam. Ist überall Platz für Bäume. Schöne Wälder hierhin, schöne Waldpassage. Und irgendwie außenrum muss natürlich dann später nochmal eine Mauer kommen. Da hat der Fino natürlich absolut recht, dass wir jetzt hier mit der Rennstrecke ja so ein bisschen sowas wie eine offene Wunde in unserem Schutzsystem haben. Und die darf natürlich nicht sein. So. Alle Setzlinge versetzt. Versetzt euch mal in die Lage der Setzlinge. Dann setzen wir jetzt da oben nochmal schön die Blätter drauf und dann ist die Folge auch schon rum. Aber wie kommen wir da hoch? Natürlich mit Erde. Achso, und hier wollte ich ja ganz gerne noch so ein bisschen die Erde dran hochsetzen, damit das nicht so offen ist. Nur weil das sonst doof aussieht, finde ich. Die Bäume so an der Kante lang wachsen. So. Dann auch wieder ein bisschen Erde los. Und so viele Fahrstühle kann man ja gar nicht bauen, wie ich hier Erde zusammenkriege. Die Folge ist gleich wieder um. der Tag ist auch gleich schon wieder um. Oh, und hier ist schon der erste Baum gewachsen. Guck mal. Ja, das ist noch. Ist noch akzeptabel von der Position her. So kann man das noch machen. Die Frage ist jetzt, kann ich hier eigentlich schlafen? Oh, ich habe kein Bett dabei. Verdammt.
Gut, Freunde, dann muss ich jetzt hier mal kurz Schluss machen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.